Hallo zusammen, meine Die Kletterei geht weiter und jetzt kommen einfach mal die Bronzer dran. Ich habe eine ganze Kiste voll und es sind ein bisschen viele. Ich muss einfach aussortieren und sorry, es tut mir leid, da müssen einfach ein paar weg. Und ich starte jetzt einfach mal von oben, von unten, von der Seite, die mir einfach jetzt schon entgegenfallen. Und dann gucken wir einfach mal, was jetzt ganz am Schluss bleibt und was einfach aussortiert werden muss, weil es nicht passt, weil es zu alt ist, weil es mir nicht mehr gefällt, weil es nicht der richtige Farbton ist oder was auch immer. Ja, viele Dinge werden einfach weitergegeben, manche Dinge werden auch dann weggeschmissen, wenn sie nicht mehr hundertprozentig funktionieren oder wenn sie einfach alt sind. Und ne, schauen wir einfach mal. Ich starte jetzt einfach mal mit einem Produkt, was bei mir nicht bleiben darf. Das ist The Beauty Crop Coco Bronze. Das ist eine Bronzerpalette. Und eine Bronzerpalette, wo ich vermutlich ein bis maximal zwei Töne raus nutzen werde oder nutzen kann. Und das ist mir zu wenig. Die riecht nicht schlecht, die darf also weitergegeben werden. Bei mir braucht sie aber jetzt nicht unbedingt bleiben. Dann habe ich ein Ding, was auf jeden Fall bleiben darf. Das ist der Riesenbronzer, der 20 Gramm Bronzer von Catrice aus der Joker LE. Das ist der etwas dunklere. Das ist die 02 müsste das sein oder 020. Ich weiß es jetzt gerade ganz genau nicht. Riecht ein bisschen süßlich. Ja, aber nur ganz... Also man riecht es nicht, wenn man dran geht. Also wenn man es einfach so im Gesicht aufträgt. Ich finde den Bronzer toll, ich mag ihn gerne. Der hätte für mich deutlich kleiner sein können, aber ne, wenn man den schon mal hat, ich finde den toll, ich mag die Farbe und deswegen darf der auch bleiben. Was bei mir garantiert nicht bleiben darf, ist der Max & More Bronzer in der Farbe 505 Goddess Glow. Es ist ein Highlighter und Bronzer. Das ist kein Highlighter, das ist vielleicht auch ein Finishing-Puder. Also so ein, wenn man den leichten Glanz haben möchte, ja. Und der Bronzer, ich glaube, ihr seht das schon, ist mir jetzt deutlich zu hell. Und den kriegt man auch nicht so aufgetragen. Das kann man vielleicht noch als All-Over-Puder benutzen, aber nicht als Bronzer. Und ich brauche den einfach nicht. Deswegen darf der schön weitergehen. Übrigens, ne, ihr wisst, was ich vorher gemacht habe. Ich habe nämlich das Blush-Video gedreht. Dann habe ich einen Bronzer, den finde ich wunderschön. Der ist von Lethal Cosmetics, den habe ich einer Bekannten abgekauft. Das ist die Farbe Atlantis. Oder Atlas. Dies passt bei mir total gut. Man sieht auch schon so ein bisschen das Fännchen. Ich glaube, das sieht man aber relativ schnell. Ich finde die Farbe schön und der darf bleiben. Das ist nämlich mein einziger Lethal Cosmetic Bronzer. Und naja, wenn man schon nur einen Teil von der Marke hat und das auch noch dran gut funktioniert, dann darf der auf jeden Fall. Dann bleibt natürlich auch der von Kiko, der Charming Escape Bronzer in der Farbe Unique Sienna. Das ist dieser hier. Ist auch relativ hell. Ich mag aber... das Embossing, den Print, der da drin ist, einfach total gerne. Und ich muss schon wieder dran riechen, der Geruch ist einfach toll. Es ist nicht mein absoluter Lieblings-Kiko-Geruch, aber der ist schon mal gar nicht schlecht. Der ist so sehr süßlich floral. Ich mag lieber, wenn der so ein bisschen dieses Altbacken-Florale ist. Ja, ich weiß. Dann gehen wir auch dieser Bronzer. Das ist für mich kein Bronzer, das ist für mich eher ein zu dunkler Highlighter. Der ist sehr pigmentiert, hat eine süße Sternoptik. Ich weiß nicht, von welcher Brand, von welcher Marke das ist. Der sieht sehr günstig aus. Der war auch in irgendeinem Trash-Paket drin. Der muss einfach gehen. Genauso wie auch dieser City Bronzer in der Farbe Light Cool. Cool mag ich nicht. Und Light ist mir auch deutlich zu light. Deswegen, ich hatte den, glaube ich, schon mal in der Farbe 200. Das ist jetzt die Farbe 100. Und selbst da war mir der noch deutlich zu hell. Deswegen brauche ich den jetzt nicht in noch eine Nummer heller. Der darf bleiben, das ist der Bella Pierre Pressed Bronzer, der ist echt schön, der passt zu meinem Hautton, der hat keinen weiteren Geruch, der hat einen leichten Sheen, aber kein Schimmer und kein Schein und kein Glanz, sondern so, er ist nicht totmatt und das gefällt mir richtig gut, die Farbe passt, schöner, dünner, flacher Bronzer, 8 Gramm sind da drin, also vollkommen in Ordnung für so ein Ding, finde ich klasse, finde ich toll. Dann habe ich einen, der jetzt einfach gehen muss. Ich wollte den ja zuerst aufbrauchen, aber das ist sowas von, den aufzubrauchen, ich habe da gedacht... Also da ist immer so eine Kugel drin. Die wackelt jetzt vermutlich nicht mehr. An der Kugel oder an dem Applikator kam einfach nichts mehr an. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, packst du das einfach mal und machst du das auf. Habe mir damit die Verpackung zerrissen und kaputt gemacht. Und nicht die Verpackung, hier das Zudrehding. Und jetzt trocknet das immer schön feucht, fröhlich aus. Und so langsam ist das auch sehr eingetrocknet. Und deswegen darf mein ältester Bronzer, glaube ich, auch von She Glam jetzt gehen. Ich habe mir nämlich schon einen weiteren gekauft, der auch irgendwo in dieser Verpackung drin ist. Bleiben darf auch dieses Ding hier. Das ist der Joyful Holiday Hydrating Matte Powder in der Farbe Hazelnuss. Nut. Der passt aber ganz gut als Bronzer. Ich wollte nämlich nicht als Puder, als All-Over-Puder benutzen, sondern als Bronzer. Und ich finde den dafür eigentlich ganz schön. Riecht auch ein bisschen frisch, süßlich,
Finde ich niedlich gemacht. Ich finde das halt total schön gemacht, dass da irgendwie so als Ornament irgendwie an einem Weihnachtsbaum hängen kann. Man kann das auch hier abmachen. Also man muss diese Schleife jetzt nicht unbedingt dran haben, wenn man darauf keinen Bock hat. Könnte ich eigentlich abmachen. Ich finde das nämlich immer eher lästig. Aber man kann es also machen und die Schleife kommt weg. Die brauche ich nicht. Weg kommt auch der Douglas Bronzer. Der ist mir nämlich ein bisschen zu dunkel und ein bisschen zu shiny und schimmerig. Den habe ich vielleicht einmal benutzt, ihn dann ganz, ganz weit in meine Sammlung reingetan und in meine Kiste reingetan. Und das ist übrigens die Farbe 2 Bain d'Or. Ist das Französisch? Ich habe keinen Plan. Der kommt auch weg, den will ich nicht mehr. Dann habe ich hier nochmal den neuen Bronzer von SheGlam in der Farbe Truffle. Ich glaube, das ist die Farbe Truffle. Wieso können Marken das nicht ein bisschen größer draufschreiben, damit ein Normalverbraucher ohne Brille das auch noch irgendwie lesen können? Ohne dass sie jetzt irgendwie das Handy benutzen müssen und dann nochmal ein Foto davon und hochscrollen und hochgroß machen? Bitte. Also, SheGlam, der bleibt. Der ist nämlich niegelnagelneu. Der ist auch richtig schön. Der funktioniert. Und dann funktioniert nämlich auch noch die Kugel. So. Was ich noch nicht getestet habe, was ich mir vorgenommen habe zu testen, ist das Ding von Alverde, dieser Bronzer Stick. Der riecht auch noch gut, riecht so ein bisschen Crayon-artig. Also, ich glaube, das ist aber typisch Alverde, der Geruch einfach, dass die jetzt keine weiteren Parfümstoffe reinpacken. Und deswegen, den muss ich echt nochmal nächste Woche einfach ausprobieren und dann mir einen Gedanken drüber machen, ob ich den behalten möchte oder nicht. Dann wird auch leider dieser Kiko Bronzer gehen. Ich habe ja versucht, den sehr viel und sehr fester aufzubrauchen. Aber das, was jetzt noch über ist, krümmelt einfach wie Sau. Und krümmelig ist ja nicht so mein Fall. Und, eigentlich kann ich auch nur diese Hälfte benutzen oder gebrauchen, weil diese Hälfte nämlich dunkel genug ist, dass sie auf meinem Gesicht irgendwie sichtbar ist. Das war übrigens aus der Mood Boost-Reihe der Neutral Sienna, also auch Farbe 02 Neutral Sienna. Ja, die haben öfter die gleiche Farbe und dann sieht man auch so ein bisschen so die Ähnlichkeiten von den Bronzern, aber ne, man darf sich da halt auch nicht hundertprozentig drauf verlassen. Dann wird auch dieser Bronzer hier gehen. Das ist der Catrice SPF 20 Bronzer. Aus irgendeiner Reihe, der krümmelt mir nämlich auch viel zu dolle. Farbtechnisch schön, ich finde, der riecht auch so ein bisschen muffig. Ich weiß nicht, ob das unbedingt noch so sein muss. Deswegen darf der auch eigentlich gehen. Und dann habe ich hier nochmal, die habe ich nämlich bei meiner Foundation vergessen und dann erstmal festgestellt, dass ich überhaupt noch diese habe. Das sind nämlich die Infinite Bronzer Drops von Lancaster SPF 30. Ich habe die einmal ausprobiert. Übrigens Farbe Light Medium, mir zu dunkel. Naja, da war ich noch relativ fair. Kann sein, dass die jetzt ungefähr passen würden. Aber ich bin einfach. Ne, also mache ich nicht. Mache ich nicht. Und wenn ich sowas nicht mache, dann kann es auch gerne mal weg. Ihr merkt schon, Bronzer fallen mir deutlich leichter als zum Beispiel Blushes. Wieso das auch immer ist, weiß ich nicht. Dann habe ich hier noch den All OG Love Bronzer. Den Originalen. Einmal benutzt oder zweimal benutzt schon. Ja, ich weiß, den habe ich, als Love dann rausgegangen ist aus den ganzen Filialen, habe Love einfach nochmal ganz viele PR-Pakete zugeschickt und da habe ich den nämlich bekommen. Riecht auch noch lecker, der riecht so ein bisschen schokoladig irgendwo und den werde ich auf jeden Fall noch behalten. Ich müsste den einfach mal benutzen. Ja, ich weiß, ich bin super. Ich bin super an solchen Dingen. Darf natürlich auch der Kiko bleiben. Das ist aus der Bloomy-Reihe, der Silky Bronzer, nämlich wieder in 02 Sienna. Ich mag die Farbe. Das ist aber eine deutlich andere Farbe als der andere Sienna. Wie hieß denn der jetzt nochmal? Der Neutral Sienna, das ist nur Sienna. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Ich mag das, dass der so ein bisschen wärmer ist. Wärme in meinem Gesicht funktioniert eigentlich immer ganz gut und deswegen bleibt der auch noch. Genauso auch wie das zweite Kiko-Produkt. Das ist dieser hier. Der ist deutlich heller. Da muss ich gucken, ob der mir im Winter gefällt oder im Winter irgendwo passt. Das ist nämlich die Farbe 05 Almond. Eigentlich auch ein mattes Puder, ein Hydra Infusion Matte Powder aus der Holiday Fable Serie. Also noch eine Serie vorher dieser Serie irgendwo. Den gab es aber für 5 € auf der Kiko-Seite. Man muss so ein bisschen aufpassen Richtung Black Friday. Hat nämlich Kiko immer die geilsten Sales, also bis zu 70 oder 80%. Dann kosten die Kiko-Produkte auch nur 5 € und dann bestelle ich nämlich immer da wieder für 20 € oder 25 €. Dann ist nämlich Rabatt, versandkostenfrei und dann kann man sich nämlich solche Produkte auch immer wiederholen. Gehen wird der Chocolate Bronzer, der Chocolate Lovers Bronzer von Rival de Loup Young. Der riecht immer noch genauso chocolatig, schokoladig, wie er am Anfang gerochen hat, aber ja, ne, brauche ich nicht. Ich finde, der gibt nicht mehr so viel Farbe ab. Oder irgendwie habe ich mich an mehr Bronzer einfach doll gewöhnt. Jetzt fallen da schon die einzelnen Bronzer rüber. Dann habe ich hier noch von Wet n Wild ein Iconic Bronzer in der Farbe What Shady Breed.
Man denkt ja, der ist deutlich zu dunkel, aber der hat so eine leichte Farbabgabe, der passt. Also ich habe den jetzt schon mehrmals irgendwie schnell mal getragen und selbst bei meiner hellen Haut funktioniert der. Wieso auch immer, wenn ich den swatche, kommt da deutlich mehr ab, aber mit einem Pinsel funktioniert das mit der Farbabgabe total gut und deswegen darf der bleiben. Bleiben darf nicht dieser hier. Das ist der Villains Cruella Maxi Blush eigentlich. Eher so ein Blush Bronzer. Funktioniert aber nie hundertprozentig. Man sieht auch, der reibt sich hier einfach im Innending, im Highlighter-Part ein bisschen mehr ab und ich finde die Farbe einfach nicht passend für mich. Ich habe die schon relativ häufig benutzt. Ich habe es versucht, immer machbar zu machen. Und dann habe ich mir jedes Mal gedacht, irgendwie siehst du heute nicht gut aus. Und irgendwie siehst du heute nicht gut aus, heißt bei mir immer, da ist was schiefgelaufen. Und meistens liegt es dann irgendwo doch am Bronzer oder am Blush oder am Highlighter. Und ja, dann muss einfach ein Teil dann gehen. So, darf bleiben. Der darf bleiben. Das ist der Hoola Original Bronzer in der Mini-Variante. Auch noch sogar mit Pinsel. Ich glaube sogar schon fast unbenutzt oder vielleicht ein-, zweimal benutzt. Ich mag den. Ich finde die Farbe schön, ich finde die Farbe passend und deswegen darf der einfach bleiben. Dann gehen muss auch der hier. Den sieht man nämlich so gut wie gar nicht auf meinem Gesicht. Das ist der L'Oreal Bronze to Paradise Bronzer in der Farbe 02. Das ist dieses gute Stück. Ja, ich habe es schon runtergerockt, ich habe es versucht, aber der ist mir irgendwie ein bisschen zu orangestichig, gelbstichig. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Auf jeden Fall gefällt der mir nicht hundertprozentig und ihr habt ja schon gesehen, ich habe einige Bronzer, deswegen darf der einfach gehen. Dann habe ich noch hier den von Beauty Bay in der Farbe Fawn. Das ist ein wunderschöner Bronzer. Ist jetzt auch eine total niedlich schmale, dünne Verpackung. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass der nicht irgendwie kaputt geht. Ich hatte den schon mal in einer deutlich dunkleren Farbe, da hat er nicht funktioniert. Der funktioniert für mich gut. Ich mag ihn und deswegen darf er bleiben. Gut, oder? Manchmal hat man auch nicht mal so richtig eine Meinung, wie sowas nicht funktioniert oder wie sowas bleiben darf oder auch nicht bleiben darf. Aber manchmal möchte man das einfach. Genauso möchte ich auch einfach, dass dieser Kiko Bronzer bleibt. Das ist aus der Lost in Amalfi LE, der dunklere, der 02. Wie heißt die Farbe jetzt? Bronze Melange. Wunderschön, ich liebe den Geruch. Das ist nämlich dieser altbackende Kiko florale gedämpfte florale Geruch, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Der ist toll, der darf bleiben, der ist schön. Ich mag den Auftrag, ich mag die Farbe, aber auch nur wirklich im Sommer, weil ich hätte vielleicht auch nur die 01 nehmen können. Also wäre vermutlich auch gut gewesen. Dann habe ich noch diesen hier aus der Winnie the Pooh LE. Das ist dieser Bronzer. Ich mag den sehr gerne. Ich finde den ganz schön. Man muss ein bisschen aufpassen. Ich würde nicht unbedingt in dieses Goldene reinswirlen, aber man sieht auch, ich habe den schon einigermaßen häufig getragen. Ist so ein bisschen ähnlich wie der aus der Joker LE, aber doch ein bisschen anders. Und ist ein großer Bronzer, ist ein schöner Catrice Bronzer und ich finde, Catrice kann sowas. Dann habe ich hier noch einmal den Physicians Formula Butter Bronzer in der Light Bronze Variante und dann habe ich zweimal Light Bronze Variante. Okay, also ich habe den zweimal. Ich muss jetzt gerade mal schauen, behalte ich den beides mal oder ist da irgendwo ein Farbunterschied? Kann ich den beides mal behalten oder reicht mir das auch einmal? Ich sehe, ich weiß nicht, ob ihr das seht, dass dieser ein bisschen dunkler ist. Vielleicht scheint jetzt einfach das Licht anders, aber ich behalte jetzt einfach den etwas dunkleren und gebe den etwas helleren Light Bronze ab. Wieso das so ist, ob das ein anderer Batchcode ist oder was auch immer, es ist beides mal der Murumuru Butter Bronzer. Es sieht aber hier aus, als ob die zwei unterschiedliche Hersteller hatten oder zwei unterschiedliche Herstellerdaten. Ich nehme den ein wenig dunkleren und lasse den ein wenig helleren gehen. Dann gibt es noch das letzte Produkt aus der Reihe, das ist dieses hier. Das ist das Roam and Better Than Contour Ding. Ja, es ist ein Contour-Produkt und ja, es ist mir zu hell. Ich fand, das sah toll aus. Ich fand, das sah auch so aus, als ob es irgendwie passen würde. Bei mir sieht man es aber nicht. Und deswegen muss es einfach gehen. Es ist niegelnagelneu. Ich habe es, glaube ich, zweimal benutzt. Und zweimal hat man bei mir einfach nichts gesehen. Schade. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Gerade weil Roman ja auch eine Marke ist, die gar nicht mal so günstig ist. Habe ich übrigens von YesStyle zur Verfügung gestellt gekriegt. Beziehungsweise ich bin in einem YesStyle Affiliate-Programm. Und man darf sich einmal im Monat was aussuchen dort. Und dann habe ich mir das ausgesucht und bin natürlich direkt mal auf die Nase gefallen damit. Ja, das war es jetzt aber schon mit meinem Bronzer aussuchen. Beziehungsweise aussortieren. Ich habe den aussortiert, das ist eins. Dann habe ich zwei aussortiert, nochmal im Schnelldurchlauf. Drei aussortiert, weil den habe ich doppelt. Vier aussortiert, das ist der Kiko. Fünf, der Villains. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13 und 14 Bronzer aussortiert. Das finde ich schon mal eine richtig gute
Doch, das finde ich schon mal richtig gut. Ich freue mich, dass ich so viel aussortieren konnte und mich von so vielen Sachen trennen konnte. Denn das ist ja auch immer noch ein ganz großes Problem, dass man sich einfach nicht so gut von vielen Sachen trennen kann. Ich freue mich, dass endlich wieder ein bisschen mehr Platz ist. Und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Sortiert ihr auch einmal im Jahr aus oder macht ihr das irgendwie regelmäßig? Wenn euch was nicht gefällt, schmeißt ihr das direkt weg. Schreibt es mir liebend gerne in die Kommentare. Hinterlasst mir doch liebend gerne einen Kommentar und abonniert meinen Kanal. Tschüss!